Hallo und herzlich willkommen bei Autonotizen. Heute sprechen wir über eine Brückentechnologie und damit meine ich aber keinen Plug-in-Hybrid, sondern wir schauen uns den neuen Nissan X-Trail an als e-Force Topmodell. Das ist die Allrad-Variante des e-Power genannten seriellen Hybrid-Antriebs bei Nissan und der ist in der Tat eine Brückentechnologie hin zur rein elektrischen Mobilität, vor allem in einer Zeit, in der man einen Plug-in-Hybrid bei uns nicht mehr gefördert kriegt. Als Privatkunde ist das ein echt interessantes Konzept. Zum Antrieb kommen wir gleich. Schauen wir uns erstmal das Auto an. Die Front mit dem großen Grill trägt das typische Nissan-Gesicht, aber hier mit diesen geteilten Scheinwerfern zeigt er schon einen eigenen Charakter, der ihn auch vom Qashqai unterscheidet. Zusammen mit dem Nissan Qashqai teilt er sich eine Konzernplattform der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz. Er ist mit 4,68 Meter 25 cm länger als der Qashqai. Er ist 9 cm höher und optional auch als Siebensitzer zu haben. Also ein großes SUV, ein großes Familienauto. Auf der gleichen Basis gibt es übrigens in Japan und in Nordamerika auch den aktuellen Mitsubishi Outlander, den es ja noch Fragezeichen nicht bei uns gibt. Der X-Trail fährt also hier in diese Klasse, in der sich auch Konkurrenten wie Skoda, Kodiaq, VW, Tiguan, Allspace, Seat, Tarraco, aber dann auch die Koreaner mit Kia Sorento und Hyundai Santa Fe tummeln. Es gibt zwei verschiedene Motorvarianten oder Motorarten auch für den Nissan X-Trail und auch das unterscheidet ihn vom Qashqai. Er hat nicht diese 1,3 Liter Motoren, die es im Qashqai gibt, sondern das Basismodell ist ein 1,5 Liter Benziner mit 163 PS. Da gibt es ihn dann zu Preisen ab 35.500 Euro in der Basisversion mit Frontantrieb und dann gibt es das e-Power Modell mit Frontantrieb, der serielle Hybrid eben. Und hier haben wir dann, das steht dann hier hinten an der Heckklappe auch, die e-Force-Variante. Das ist das ganz komplexe Antriebssystem mit drei Motoren. Das sind zwei E-Motoren, ein Verbrenner, der als Generator arbeitet. Und wie sich das beim Fahren so anfühlt, das werden wir uns natürlich in diesem Video auch ansehen. Kilogramm beträgt die Anhängelast übrigens beim seriellen Hybridmodell mit Allradantrieb als Siebensitzer. 1800 Kilogramm sind es beim etwas leichteren Fünfsitzer. Die Stützlast auf der Kupplung, natürlich wichtig für den Transport von E-Bikes zum Beispiel, liegt bei 100 Kilogramm und auch die Dachlast ist 100 Kilogramm. Wenn wir gerade bei Zahlen sind, blicken wir in den Kofferraum und auch da kann ich mit Ziffern um mich werfen. Wir sehen hier den Allradler als Siebensitzer. Der hat ein Kofferraumvolumen von 485 Litern bei aufgestellter Lehne in der zweiten Reihe. Und wir sehen hier im Ladeboden versenkt die Sitze 6 und 7. Wenn man die aufstellt, dann wird es natürlich deutlich knapper. Mit 177 Litern bleibt dann nur noch so ein Restkofferräumchen bestehen. Wir haben hier ein variables Teil des Bodens. Darunter sehen wir jetzt aber nur noch ein minimal kleines Ablagefach, denn hier haben wir dann das Tire-Fit-System drin. Aber so ist dann hier schon alles ganz gut aufgeräumt. Wie man denn so sitzt, auch in der dritten Reihe, das checken wir jetzt bei der Sitzprobe. 800 Euro Aufpreis kostet die dritte Sitzreihe mit den Plätzen 6 und 7 hier im Vor des X-Trail. Menschen in meiner Größe können hier in Sachen Kopffreiheit gar nicht sitzen, wie man sieht, denn das Dach und hier die Scharniere der Heckklappe, die schränken das ein. Ich klappe das hier mal vor, dann könnt ihr das sehen. Die Beinfreiheit, die ist zumindest so, wie ich jetzt gerade das Auto hier eingestellt habe, ein bisschen besser als in anderen Siebensitzer-SUV-Konkurrenten. Und das hat seinen Grund in der Bank in der zweiten Reihe. Das erzähle ich jetzt und deswegen nutze ich jetzt gleich mal die Chance, hier wieder rauszuklettern. Moment, ich
muss gerade gucken. Nee, das ist hier ein bisschen abenteuerlich. Also das ist wirklich dann für Kinder, aber ja, kinderreiche Familien, die dann öfter die Freunde mit zum Fußballtraining nehmen oder so, die können dann hier vielleicht Gefallen daran finden. So, willkommen in der zweiten Reihe und da wird es dann ungleich kommoder. Der Fahrersitz ist gar nicht mal auf meine große Größe eingestellt, sondern ist im Moment noch weiter hinten, weil er so eine Aus- und Einstiegsautomatik hat, also dann noch ein bisschen zurückfährt. Und dann habe ich hier sehr, sehr gute Platzverhältnisse, denn die Rücksitzbank in der zweiten Reihe ist längs verschiebbar in ihrer Ein-Drittel-Zwei-Drittel-Teilung. Und ich hatte jetzt, als ich hinten saß, die Bank ganz vorne. Wenn sie ganz hinten ist, dann ist hinten so viel Beinraum vorhanden. Hier sehen wir Isofix-Bügel, die sehr gut erreichbar sind. Schön weit draußen, da braucht man keine Kappen oder Klappen. Das finde ich extrem gut gelöst. Die Bank selber ist auch bequem. Man sitzt ja nicht allzu hoch, aber auch nicht zu tief über dem Innenboden. Also das passt hier von der Beinstellung. Und dann sehen wir hier Lüftungsausströmer für die Vorpassagiere. Eine 3-Zonen-Klimaautomatik ist im Tecna plus Topmodell serienmäßig mit der Einstellmöglichkeit für die Temperatur und auch Sitzheizung für die Außenpassagiere, Außenplätze sowie einen USB- und USB-C-Anschluss. Dann gibt es hier Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitzlehnen. Also das wirkt hier alles ganz gut. Die Kopffreiheit ist auch ausreichend. Trotz dem Panoramaschiebedach, was wir hier drin haben, kann ich hier aufrecht sitzen. Und die gute Ausstattung des Autos sehen wir auch an der Verarbeitung hier. Die Türverkleidung wirkt hochwertig, auch mit diesen Nähten. Und wir haben praktische Sonnenschutzrollos, die ich dann hier einhängen kann. Und somit dann hier eben auch die Vorpassagiere ein bisschen schattiger oder auch, je nachdem, was man so vorhat, dezenter sitzen können. Was ich jetzt vorhabe, ist die Bewegung in die ersten Reihe. Wir starten zum Cockpit-Check. Ein interessantes Detail, was im Alltag wirklich auch praktischen Nutzen bringt, ist der Öffnungswinkel der Seitentür. Müsst ihr euch mal anschauen, das sind ja echt ja, 88 bis 90 Grad. Das heißt, ich kann ja nicht nur bequem ein- und aussteigen, sondern auch ganz wichtig, wenn man eben Kinder oft anschnallt und schaut, dass der Sitz richtig passt, dann hat man hier eine schön große Öffnung und die große Höhe. Das ist dann echt auch bequem, auch für die Eltern eben, die den Nachwuchs dann verzurren. Ich gehe weiter nach vorne. Hier sitzt man schön tief integriert hinter dem Cockpit. Die Sitze sind breit und bequem, bieten brauchbaren Seitenhalt. Leider fehlt eine ausziehbare Oberschenkelauflage. Das zeigt aber auch, der X-Trail ist ein Cruiser und kein Racer. Hier im Tecna Plus gibt es elektrisch einstellbare Sitze mit Memory-Funktion, nicht nur für den Fahrer, sondern auch für den Beifahrer. Die Lenksäule ist manuell in der Höhe und in der Weite einstellbar. Wer sich im Nissan Qashqai auskennt, der findet sich auch hier im Cockpit des X-Trail zurecht. Das ist nicht das identische Cockpit. Das Auto ist ja vom Format ein bisschen anders, breiter und größer. Man sieht, dass die Anordnung der Bedienelemente gleich ist. Die Elemente selber sind teilweise gleich, wie weite Teile der Klimabedienung. Aber das Cockpit ist schon ein ganz anderes. Am besten einfach mal ein Qashqai-Video bei Autonotizen schauen oder ein Foto jetzt daneben legen. Wir haben zwei 12,3 Zoll große Displays. Eins hinter dem Multifunktionslenkrad, das physische Tasten hat, damit sehr gut bedienbar ist. Und da kann ich dann hier zum Beispiel den Energiefluss mir anzeigen lassen. Dann kann ich hier Navigationsinformationen, Audioinfos, die Fahrassistenz, dann auch hier Verkehrszeichenerkennung zum Beispiel mir aufrufen und Einstellungen vornehmen. Das ist alles schön hochauflösend und klar zu sehen. Außerdem gibt es ab der zweithöchsten Ausstattungsvariante Tecna ein 10,8 Zoll großes Head-Up-Display, was seine Informationen direkt auf die Windschutzscheibe spiegelt. Die hat übrigens feine Heizdrähte durch ihre Beheizung. Das mag manche Fahrer stören. Ich finde es auch nicht ganz prickelnd. Da wären Folien ohne sichtbare Drähte schöner. Das zweite 12,3 Zoll Display ist hier fürs Infotainment zuständig. Das ist ein Touchscreen, wo man dann hier durch die Menüs surfen kann, wenn man die sich dann konfiguriert. Also ich kann mir dann hier verschiedene Symbole dazufügen und Kacheln hier dann alles mit dazu aktivieren. Wir haben eine Online-Anbindung, Nissan Connect Services heißt das. Amazon Alexa ist an Bord als Sprachsteuerung. Es gibt aber auch eine Autosprachsteuerung. Und dann sehen wir jetzt hier die Navigationskarte zum Beispiel. Über eine virtuelle Tastenleiste hier links komme ich dann auch, egal wo ich bin. Angenommen, ich bin jetzt gerade im Audio-Menü. Apple CarPlay ist kabellos möglich. Android Auto ist auch an Bord. Kann ich jetzt dann zum Beispiel auch hier direkt auf die Routenführung dann zusteuern.
oder dann hier noch auch die verschiedenen Apps mir dann aufrufen. Also alles recht intuitiv und reaktionsschnell. Während der Fahrt ist von Touchscreen natürlich für manche Funktionen nicht ganz ideal. Deswegen gibt es hier also immer noch physische Tasten. Wir haben einen Drehregler für die Audiolautstärke und das Vor- und Zurückskippen von Radiosendern und Musikstücken. Außerdem kann ich dann hier auch direkt die Rundumsichtkamera ansteuern, wenn ich dann hier rangieren möchte. Die Klimaautomatik lässt sich hier unten bedienen. Auch hier haben wir Drehregler, die Sattrasten für die Temperatur. Außerdem schön einfach bedienbare Tasten für die Windschutzscheibenheizung, Heckscheibenheizung, zum Beispiel Lenkrad- und Sitzheizung. Also alles echt gut bedienbar. Das Smartphone lädt induktiv hier unten in einer Ladeschale. Darüber haben wir einen USB-C und einen USB-Anschluss. Außerdem noch einen hier 12-Volt-Stromadapter, den man hier hineinstecken kann. Dann sehen wir hier in der Mittelkonsole, wie ich finde, so ein ganz nettes Furnier. Das ist nämlich nicht einfach nur plattes Hochglanzplastik, was schnell zerkratzt, sondern es hat so eine schöne Maserung. Da sehen wir dann hier den Schalter für die elektrische Parkbremse. Dann kann ich hier das Allradsystem umstellen. Da gibt es dann Funktionen zum Fahren in Schnee. Dann haben wir Straßenfahren, natürlich einen Eco-Modus und auch einen Sportmodus. Und wenn ich dann hier drauf drücke, dann habe ich die Bergabfahrkontrolle aktiviert. Davor sehen wir den kleinen, das Bediensteinchen für die Fahrstufenwahl. Also haben wir hier Parken, rückwärts, neutral und D. Und dann kann ich auch in eine B-Stufe stellen für eine erhöhte Rekuperationsleistung. Außerdem kann man einen speziellen EV-Modus zum elektrischen Fahren aktivieren und das E-Pedal, das ist dann die maximale Rekuperationsstufe. Da kann ich dann weitestgehend ohne Bremse im Alltag mit dem Auto unterwegs sein. Das schauen wir uns aber auch während der Fahrt an. Ich würde sagen, das ist das Stichwort zum Start der Probefahrt. Los geht's! Wir sind auf schön verschlungenen, kurvigen Landstraßen hier in Slowenien auf ersten Testfahrten mit dem Nissan X-Trail unterwegs und es gibt einen ganz guten Eindruck zur Fahrwerksabstimmung. Die hat so eine straffe Grundnote, also gibt ordentlich Feedback von der Straße. Das heißt aber nicht, dass das Auto unkomfortabel ist, im Gegenteil. Es ist ein schön entspannter Gleiter, Querfugen oder so Wurzelaufbrüche, die kommen einfach nicht nach innen durch hier und das ist echt, auch jetzt fahren wir gerade über echt schlechte Ausbesserungen, kommt kaum was durch, also es ist echt eine saubere Abstimmung. Das gilt auch für den Antrieb, der ist durchaus komplex und erfordert ein bisschen mehr Erklärungsbedarf. Wir haben hier einen, ja, ein serieller Hybridantrieb, so kann man es eigentlich nennen. Das Auto hat drei Motoren, hier als Topmodell als E-Force, das ist also die E-Power-Variante mit Allradantrieb. So gibt es ihn übrigens nur im X-Trail und nicht im Qashqai. Das heißt, wir haben zwei Elektromotoren, einen an der Vorderachse mit maximal 150 kW oder 204 PS und 330 Newtonmeter Drehmoment. Ein zweiter E-Motor steckt an der Hinterachse, treibt die Hinterräder an mit maximal 100 kW oder 136 PS und 195 Newtonmeter Drehmoment. Und diese beiden Elektromotoren, die sorgen für Allradantrieb, holen ihre Energie über eine kleine Hybridbatterie, die hat eine netto nutzbare Speicherkapazität von 1,8 Kilowattstunden, kann also nicht extern aufgeladen werden, sondern, jetzt kommt der dritte Motor hier ins Spiel, das ist der Generator, ein 1,5 Liter großer Benziner, ein Turbobenziner, der für sich genommen 158 PS leistet und 250 Newtonmeter Drehmoment bietet. Der treibt aber nicht die Antriebsräder an, sondern das besorgen die Elektromotoren und zwar permanent, wird aber dann auch hin und her geschaltet bei Bedarf. Die Software erkennt also, brauche ich jetzt mehr Antrieb vorne oder hinten. Außerdem gibt es eine Torque Vectoring Funktion, das heißt eine Drehmomentverteilung zwischen Kurven inneren und äußeren Rädern. Und wenn man dann eben ein bisschen dynamischer um Kurven fährt, dann führt das eben auch dazu, dass das Auto durch diesen gezielten Eingriff hier ein bisschen kurvenstabiler ist. Und das ist ein aktives System, das immer in Echtzeit kontrolliert, was wird gebraucht,
und nicht jetzt einfach reagiert. Das heißt, ein reaktives System würde zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt hier in die Kurve fahre, ah, das Auto fängt an zu untersteuern, also gebe ich jetzt hier einen Bremseingriff, sondern dieses System soll das also schon dann mit vorausplanen. Ganz komplex klingt der Antrieb. Wir sehen die Energieflussanzeige hier im Cockpit. Da sieht man dann aber einfach, dass ich wie bei einem Hybrid, wie man es ja kennt, der ab und zu der Verbrenner zuschaltet, ab und zu geht er wieder aus. Und das gelingt, wenn man hier nicht drauf schaut, echt fast unhörbar. Das Auto hat eine tolle Geräuschdämmung. Dazu gehören auch doppelt verglaste Seitenscheiben hier vorne. Und der Motor ist ja eben ein aufgeladener Turbomotor. Das heißt, er muss nicht extrem orgeln, um Drehmoment aufzubauen, kann deswegen also auch ein bisschen entspannter arbeiten. Und ja, wenn man jetzt ihn hier eben fordert bei Landstraßen, aber auch, wir fahren später mal auf der Autobahn, dann hört man auch, dass man ihn eben kaum hört. Das ist schon ganz gut. Die Übersicht ist gut, man sitzt schön tief integriert im Auto, das sagte ich ja schon. Und die Motorhaube erstreckt sich breit, also man kann hier dann ganz gut auch abschätzen, wie fahre ich denn hier durch die Kurve, wo fahre ich lang. Und das ist so dieser American Way of Drive, der hier ein bisschen vermittelt wird. Und da gehört der X-Trail ja auch hin. Als Nissan Rogue wird er ja vor allem eben für den US-Markt gebaut und konzipiert. Also ganz tolles Fahrverhalten, wie ich finde, ein schön entspanntes Auto. Der Normverbrauch liegt bei 6,3 bis 6,5 Litern auf 100 Kilometer. Es wird eben getankt und nicht geladen. Was das Auto nach Abschluss unserer Testfahrten verbraucht, das erzähle ich dann später, denn wir wollen jetzt erst hier noch ein bisschen fahren und natürlich auch auf die Autobahn fahren, die Assistenzsysteme checken und dann können wir auch ein richtiges Fazit ziehen. Nicht nur im Startverkehr, auch hier beim Bergabfahren können wir zum einen den B-Modus nutzen, also den Brake-Modus, sehen wir dann hier. Und wir haben das E-Pedal, was wir aktivieren und deaktivieren können. Jetzt haben wir es aktiviert und das Auto verzögert jetzt hier ordentlich runter. Aber wir sind jetzt hier natürlich stark beim Bergabfahren, das heißt, so unter 18 km/h geht es nicht. Man muss dann auch auf den letzten Metern die Bremse betätigen. Aber das ist schon auch ein gutes Mittel, um Energie zu sparen, gerade wenn man jetzt hier eben auch lange bergab fährt. Dann wird übrigens erst die Batterie gefüllt und wenn die, das geht ja dann doch relativ zügig mit der Speicherkapazität, wenn die dann voll ist, dann wird aber weiter rekuperiert, weil ja die Elektromotoren, wie beim Elektroauto, eben dann ihre Richtung ändern und dann dadurch auch den Verbrenner antreiben, wenn der dann mitlaufen sollte. Großes SUV ist natürlich auch ein Reiseauto für Familien und deswegen wollen wir auch gucken, was der X-Trail so auf der Autobahn kann. Wir sind in Slowenien unterwegs, das heißt, wir haben tempolimitierte Autobahnen, maximal 130 km/h können wir fahren, aber hier gibt es auch schon ganz guten Eindruck davon, was der Antrieb auf der Autobahn so macht. Der bleibt akustisch, schön im Hintergrund. Der Verbrenner ist jetzt die meiste Zeit im Arbeiten als Generator, aber auf sehr dezente Art und Weise. ProPilot heißen bei Nissan die Assistenzsysteme. Die kann man aktivieren, indem man hier am Multifunktionslenkrad die Taste drückt und dann zettelt. Und dann haben wir die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage aktiviert, den Spurhalteassistenten. Und dann wird natürlich auch die Verkehrszeichenerkennung aktiv und blinkt, wenn wir schneller fahren sollten. Jetzt schließen wir auf ein langsameres Fahrzeug auf. Den Blinker setzen für den Spurwechsel, das muss ich noch selber machen und auch den Spurwechsel selber machen. Und dann wird dann hier wieder sanft beschleunigt, das Abbremsen ist auch wenig ruckartig und das passt zum entspannten Grundcharakter des Autos, also ist echt ein sauber abgestimmtes System, was auch in Kurven nicht irgendwie mit Fehlalarmen nervt, zumindest jetzt hier während der Probefahrten. Thank you.
55.730 Euro kostet der Nissan X-Trail in der Vollfettstufe, das heißt mit dem e-Force genannten Antrieb, mit dem Allradsystem als serieller Hybrid in der Tekna Plus Ausstattung, wo ja alles, fast alles drin ist, was die Preisliste so hergibt. Head-Up-Display, Panorama, Glasschiebedach mit Öffnungsfunktion, Ledersitze in verschiedenen Farben zur Wahl, große Leichtmetallfelgen und so weiter und so fort. Das Extra, was der Testwagen noch hat, ist die dritte Sitzreihe für 800 Euro. Aber ordnen wir mal den X-Trail preislich ein, also 55.730 Euro, wie gesagt, in dieser Konfiguration. Und ein Skoda Kodiaq, Laurin und Clement mit 190 PS Benziner und Allradantrieb kostet ungefähr das gleiche. Ein VW Tiguan Allspace ist so ungefähr 2.500-3.000 Euro teurer. Und deutlich teurer, aber auch ein bisschen größer, ist der Kia Sorento als Vollhybrid mit mehr Leistung, 230 PS in der Platinum-Ausstattung. Der kostet dann 61.300 Euro als Fünfsitzer. Also deutlich teurer als der X-Trail. Und diese Konkurrenten habe ich jetzt mal gewählt zum Preisvergleich, denn das sind entweder reine Benziner oder der Sorento als Vollhybrid, also auch kein Plug-in-Hybrid, den man extern auflädt. Kommt er denn zur richtigen oder falschen Zeit? Er kommt zur richtigen Zeit, der e-Power oder der e-Force-Antrieb mit der Allradfunktion, denn die Förderung für Plug-in-Hybride, die läuft ja aus Ende 2022. Dementsprechend werden dann diese Autos deutlich teurer. Und für zumindest Privatkunden nicht mehr interessant, wenn man nicht diesen Vorteil bei der Versteuerung des Firmenwagens noch nutzen will. Und dann bekommt man hier ein Auto, was auch teilweise elektrisch fahren kann, wo man sich aber gar nicht ums Aufladen kümmern muss und was dann auch noch relativ sparsam ist. Relativ hängt natürlich dann auch vom Fahrprofil ab. Das müssen wir mal in einem längeren Test wirklich rausfinden, wie sparsam man das Auto fahren kann. Unsere Testfahrten heute haben einen Verbrauch von 8 Litern ergeben. Wir sind aber auch viel hier durch bergige Landstraßen gekurvt, haben viele Foto- und Videoaufnahmen gemacht. Damit liegen wir also ein bisschen über 1,5 Liter über dem WLTP-Normwert. Das ist an sich aber auch kein schlechter Wert für ein derart großes Auto mit bis zu 7 Sitzen. Der X-Trail bietet einen hervorragenden Fahrkomfort. Ich mag das Interior. Die Bedienung ist einfach. Alles ist an der richtigen Stelle. Das ist ein tolles Familienauto, ein tolles Langstreckenauto, was echt vieles richtig macht und nicht aufregt, aber eben auch nicht ganz günstig ist. Wobei man natürlich auch sich dann die Frage stellen muss, braucht man alle Extras in der Tekna Plus Version? Reicht vielleicht die Variante ohne Allradantrieb, bisschen weniger Ausstattung? Und dann sinkt natürlich der Preis auch für die e-Power Variante schon deutlich. Das waren meine ersten Eindrücke, das war mein Fahreindruck zum Nissan X-Trail. E-Force, vielen Dank fürs Zusehen. Mehr zum Auto gibt es wie immer auf autonotizen.de. Das verlinke ich unten. Danke an den Matthias fürs Filmen und bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Ciao.